ich eigentlich hier rein? Okay, hier gibt's auch nichts zu entdecken, oder was? Oder wie? Oder, okay, ich kann hier rein. Wie the fuck kann ich da rein? Was jetzt? No. Treibsand! No, no, fuck! No! No! Ei. Das lief jetzt mal nicht so gut. Wo bin ich? Christ! We were so close! What the hell is this place now? Okay, ich kann Knöpfe drücken. Geil. Und ich kann Türen aufmachen. Na, wunderbar. Kann ich die hier auch aufmachen? Nee. Was seid ihr? Ach man. Ich bin so lost. Aber... Also haben wir auf jeden Fall weniger Angst. Okay. Also das ist doch nicht von Menschen gemacht. Kann mir doch keiner erzählen. Ja, und ich kann hier rein. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her. And to wonder what was going to happen next. Ja. I understand. Oh, little one. Every step we take it feels like we're further from home. There must be a way back. Was ist das hier? Ist das ein Labor? Wurden hier Experimente gemacht? Wo bin ich? Alien Isolation? Was geht hier ab? What the hell? Also, unter dem Zeichen der Ranu am vierten Aufgang zum achten Ruf mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe T. Markus' Anweisung befolgt und die ältesten Aufzeichnungen der Krankheit unserer Herrscherin mit den neuesten Proben verglichen. Temako hatte recht. Bei den ältesten Proben waren beide Reproduktionsorgane intakt, wenn auch geschwächt, was bedeutet, dass sie vor der Wiederherstellung ihrer Wirbelsäule funktionstüchtig gewesen wäre. Seit der Zufuhr von Vitae sind die Organe allerdings gänzlich verkümmert. Wieso hat die Substanz sie nicht wiederhergestellt? Hat die degenerative Krankheit noch vor Beginn der Behandlung bleibende Schäden verursacht? Ich habe gefragt, ob ich einen Bericht für die Herrscherin vorbereiten soll. Doch Temaku meinte, das wäre nicht nötig. Diese Angelegenheit wäre bloß für Alchemisten von Interesse und kein Grund zur Sorge. Denn sie ist unsterblich. In ihrem Namen. Ja, klar. Kennt man? Genau. Unter dem Zeichen der Ranu, der am dritten Aufgang zum ersten Ruf, mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe die Proben der Herrscherin mit jenen der Knochen ihrer Mutter, der gesegneten Atua, verglichen. Es ist eindeutig, dass beide von der Krankheit befallen waren, obwohl ihre Ahnen sie nicht aufwiesen. Vitae ist zwar mächtig genug, um Knochen und Sehnen wiederherzustellen, aber ohne wiederholte Anwendung verschlechtert sich der Gesundheitszustand wieder. Eine einzelne Dosis heilt nicht, sie drängt den Verfall bloß übergehend zurück. Temaku befiehlt mir, mit wiederholter Verabreichung zu experimentieren. Mengen, Einstichstellen, Zeiten. In ihrem Namen. Was ist das hier?
Okay, hier ist zu wenig Saft. Und hier haben wir noch eine weitere Notiz. Die aber einfach nur aufflackert. Okay. Genauso wie diese hier. Okay. Was ist das? Das kann ich nicht drehen, aber es zeigt nach da. Das wiederum kann ich hier. Was ist hier passiert gerade? Warte mal. Ah. Okay, verstehe. I find myself again confined. A day should not matter, but each day feels like waste. There is so much to do. Tamaku tells me that now, with Vitae, I have forever. But the people who depend on me do not. There is always something. Invasion, rivalry, sickness, penury. I have my duty. Perhaps I should end these sessions. Now they've found a way to stabilize the disease. I should be ecstatic. I should accept my fate and move on. It is such a faint hope that they can find any way to heal me. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal, says Tamaku. Now you need no heir. None of them understand. This is not about politics or securing a future. This is not for the Empire. This is for me. Just for me. Okay. Oder muss ich das da rüberbringen und... Okay, ich raff's nicht. Zum Licht anmachen? Was ist das? Oh, warte mal. Hier irgendwo anders hinbringen? Okay, wait. Okay, ich hab's verstanden. Ausnahmsweise. Die Zeichen abbilden. Okay, verstehe. Warte. Was ist das? Ja. Nein. Und ja. Okay. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Wo habe ich denn... Ja. Dann den... Den da. Okay. Und dann den da. Das heißt, ich muss noch eins hoch. Den da. Jetzt kann ich den drücken, oder? Was habe ich ausgelöst? Kann ich den jetzt mitnehmen? Nein. Ich weiß nicht, ob das immer so clever ist, was ich hier so mache. It feels like
like it's waking up. Aha. Okay, und dich brauche ich wahrscheinlich für... Kann ich... Mach es auf! Ich mache hier komische Sachen. Oh, oh. Hätte ich vielleicht woanders hingemüssen? Ich komme hier nicht mehr raus. Oder muss ich den jetzt... Ist das richtig? Okay. What the fuck bin ich? Das ist doch halt nicht mehr richtig hier. A white sun at the great gate. It tore the air. Okay. Ich habe keine Ahnung, was für Experimente ich hier gerade mache. Okay, warte, ich habe jetzt hier was mitgenommen. Muss ich das vielleicht da reinschieben? Nein. Vielleicht das da? Muss ich davon mehrere Dinger nehmen? Muss ich welche generieren? Okay, wait. Was bringt mir denn das Amulett jetzt? Das bringt mir doch gar nichts. Gar nichts. Jetzt bringt mir doch irgendwas. Das ist zwar noch nicht was. Was war denn das jetzt? Another rift. That could be our way out. Ja,
Wenn wir jetzt wüssten, wie wir da hinkommen. Wäre schön. Das heißt, wir müssen diese Tür hier irgendwie öffnen. Aber wie öffne ich diese Tür? Ja, ich komme niemals so schnell dahin. Wait. Ich habe eine Idee. Machen das Ding hier wieder auf. Nehmen die Kugel. Dann gehen wir nämlich raus, holen uns nämlich den ersten Orbit und packen den da rein. So der Plan. Ne, also hier, genau. Also, ne, damit ihr jetzt hier wisst. Also, wir gehen jetzt hier raus. Und holen uns da drüben das nice Ding hier. So, nehmen das jetzt hier mit, gehen nach oben, gehen hier wieder raus und setzen das auf der anderen Seite ein. Und zwar hier. Hier, hier. So, wir müssen noch eins generieren. Damit ich da irgendwas machen kann. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das generiert? Eins haben wir ja gefunden. Müssen wir, können wir eins davon herstellen? Wäre jetzt die große Frage. Und wenn ja, wie? Verstehe. Okay, wait. Jetzt haben wir den gefunden, können den jetzt natürlich hier wieder einsetzen. Plupp. Können den jetzt hier wieder einsetzen. Plupp. Nicht, aber jetzt weiß ich, okay. Wir müssen jetzt quasi das nochmal aufmachen, damit hier die Tür nochmal aufgehen, weil wir transportieren jetzt nämlich den Cyclops. Ich nenne jetzt auch nochmal Cyclops. Den hier. Den transportieren wir jetzt nämlich rüber. Den schmeißen wir jetzt hier hin. Dann setzen wir hier wieder die Kugel ein. Gehen wir hier nämlich wieder raus. Nehmen hier uns die Kugel mit. A tower. Smoke. That's the town. And the doctor. Ja, ist okay. How can that be? Hast du da erzählt? Also, dass wir jetzt da durchgehen können. Ist mir egal. Okay. Aber wir haben doch noch unser Kind noch gar nicht. Wer bist du? What are you doing, little one? One and one. Yes, but what is one and one?
Alice? Alice! Salim! Salim, quickly! In einem Bereich, in dem wir nicht sein wollen. Shit. I'm so heavy. This feels like 6 months. More. Oh, God. Okay.